Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video befasse ich mich in erster Linie mit dem Energiemessgerät DTSU 666 von Huawei, das in Solaranlagen mit Akku eingesetzt wird. Ich werde dabei für ein bestimmtes Szenario die Aufgaben dieses Messgerätes erläutern. Ich werde auf Besonderheiten in der Installation hinweisen, aber hier der deutliche Hinweis, dass eine Installation solcher Anlagen und solcher Messgeräte ausschließlich von Elektrofachkräften durchgeführt werden darf. Ein Laie hat an so einer Anlage nichts zu suchen. Der letzte Teil des Videos wird aber für Laien auch wieder interessant sein, denn sofern zu Hause ein solches Gerät eingesetzt ist, kann ich hier im Display eine Menge interessanter Daten abfragen. Und auf diese Daten gehe ich im letzten Teil des Videos näher ein. Es gibt nun verschiedene Szenarien, in denen ein solches Messgerät eingesetzt werden kann. Ich gehe hier davon aus, dass die Steuerung der ganzen Anlage über den sogenannten Inverter geschieht. Das werde ich gleich näher erläutern. Meine Anlage besteht somit im Wesentlichen aus dem Inverter, der die Aufgabe hat, die Gleichspannung vom PV-System bzw. vom Akku der Batterie in Wechselspannung umzuwandeln. Er hat aber auch die Aufgabe, den Energiefluss in die Batterie, das Aufladen der Batterie, zu steuern. Er hat außerdem die Aufgabe, den Lastfluss in die Anlage zu steuern. Neben dem PV-System und meinem Akku besteht die Anlage natürlich weiterhin aus den Lasten im Haushalt, schlicht den Verbrauchern im Haushalt. Und die ganze Anlage ist natürlich an das öffentliche Netz angeschlossen, denn wenn weder das PV-System noch der Akku Energie liefern kann, dann möchte ich natürlich weiterhin meine Elektrogeräte im Haus versorgen können. Außerdem spielt eben das Messgerät DTSU 666 von Huawei hierbei eine zentrale Rolle. Der Inverter ist in dieser Rolle, dass er die ganze Anlage steuert, aber auch das Wechselrichten bewirkt, denn ich habe auf dieser Ebene, die blau gekennzeichnet ist, eine Gleichspannungsseite mit Plus- und Minuspol, während ich auf der rechten Seite grundsätzlich mit sinusförmigen Wechselspannungen arbeite. Daher diese Unterscheidung in blaue Linien und rote Linien. Folgende Energieflüsse sind nun denkbar. Von PV-System, meinen Solarzellen, kann Energie zum Inverter geführt werden. Vom Inverter kann zum Laden des Akkus Energie zum Akku, hier als Batterie bezeichnet, gelenkt werden. Es kann aber auch vom Akku Energie zum Inverter fließen. Vom Inverter nun kann wiederum Energie in die Anlage fließen, zu den Lasten im Haushalt. Es kann aber auch Energie in das öffentliche Netz zur Überschusseinspeisung gelenkt werden. Außerdem kann natürlich der Energiefluss vom öffentlichen Netz in die Anlage stattfinden. Nicht vorgesehen ist hierbei, dass mein Akku Energie aus dem öffentlichen Netz bezieht, sprich aufgeladen wird, wenn vom PV-System nichts kommt. Deshalb gibt es hier nur eine Einbahnstraße und keinen Energiefluss in die andere Richtung. Folgende Szenarien sind dabei typisch. Im Optimalfall liefert mein PV-System so viel Energie, dass über den Inverter ein Aufladen der Batterie stattfinden kann, dass außerdem auch noch meine gerade laufenden Verbraucher im Haushalt vollständig versorgt werden und dass noch Energie ins öffentliche Netz eingespeist wird. Es ist aber nun auch denkbar, dass gerade nur so viel Energie vom Dach kommt, dass es noch reicht, um den Akku ein wenig aufzuladen und die Haushaltsgeräte zu versorgen, aber dass keine Energie mehr ins öffentliche Netz hineintransportiert wird. Außerdem ist es natürlich denkbar, dass von dieser Energie, die vom Dach kommt, eben nur noch die Haushaltsgeräte versorgt werden, eine Überschusseinspeisung nicht mehr möglich ist und auch der Akku nicht aufgeladen wird, zum Beispiel deshalb, weil er schlicht und einfach schon voll aufgeladen ist. Kommt keine Energie mehr vom PV-System, weil es schlicht und einfach draußen dunkel ist. So ist ein denkbares Szenario, dass mein Akku nun den kompletten Haushalt versorgt. Man sollte allerdings wissen, dass auch in diesem Szenario immer eine kleine Energiemenge aus dem öffentlichen Netz bezogen wird. Die Wechselspannung, die von hier kommt, muss mit der Wechselspannung, die aus dem Netz kommt, genau abgestimmt sein, nämlich synchronisiert sein, damit für den Fall, dass die Lasten nun mehr Leistung abfordern, als der Inverter liefern kann,
die Energie aus dem Netz gezogen wird. In meinem ganzen Szenario ist nicht vorgesehen, dass die Anlage ausschließlich aus der Batterie gespeist wird. Das wäre eine echte Autarkie des Systems, die werde ich hier nicht näher behandeln. Ein Szenario, das auf keinen Fall auftreten soll, ist, dass bei Dunkelheit der Akku über den Inverter neben den Geräten in meinem Haushalt auch noch Energie ins Netz einspeist. Das muss unbedingt vermieden werden, denn eine Kilowattstunde, die ich aus dem Netz beziehe, kostet etwa 30 bis 40 Cent, während für die Einspeisung etwa nur 8 bis 10 Cent bezahlt werden, sodass es also keinen Sinn macht, die wertvolle elektrische Energie, die ich später im Haushalt noch brauche, ins Netz einzuspeisen. Diese Szenerie muss also unbedingt verhindert werden. Wie am Anfang des Videos bereits erläutert, gehe ich nun davon aus, dass die Steuerung der Anlage über den Inverter geschieht. Der Inverter hat also neben der Aufgabe, die Gleichspannung Wechsel zu richten, in eine Wechselspannung umzuwandeln, auch die Aufgabe, den Leistungsfluss in der Anlage zu steuern. Dazu muss der Inverter eine Menge Daten erfassen. Die Daten, die vom PV-System kommen, sind die aktuelle Leistung, die das PV-System liefern kann. Das wird durch eine Messung im Inverter erfasst. Außerdem gilt das Gleiche für die Energie, die zum Akku fließt bzw. vom Akku kommt. Außerdem muss noch der Zustand des Akkus erfasst werden, damit der Akku entsprechend vernünftig aufgeladen werden kann. Weiterhin setze ich in diesem Szenario voraus, dass der Inverter die Leistung erfasst, die in das öffentliche Netz fließt bzw. aus dem öffentlichen Netz in die Anlage hineinfließt. Mein Messgerät wird also genau diesen Energiefluss erfassen und nicht etwa den Energiefluss in den Haushalt. Das Messgerät ist also hier anzubringen und wird während des laufenden Betriebs die Leistung über ein gesondertes Kabel an den Inverter liefern. Ich kann aber neben der Leistung, die nun zur Steuerung der Anlage vom Inverter benötigt wird, auch eine Menge weiterer Werte in diesem Messgerät ablesen. Darauf gehe ich später ein. Im Weiteren werde ich nun zeigen, wie dieses Messgerät in die Anlage zu integrieren ist. Wie bereits gesagt, das darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Es wird hier auch nicht das vollständige Szenario der Installation einer solchen Anlage gezeigt, sondern nur die Integration dieses Messgerätes. Wir werden dabei auf einige Besonderheiten stoßen und wir werden sehen, dass man da durchaus Fehler machen kann, die schwer zu finden sind. Ich gehe in diesem Szenario davon aus, dass ich es mit einem 4-Leiter-Drehstromsystem zu tun habe, hier im Englischen 3-Phase-4-Wire genannt. Das heißt, ich verfüge über drei Phasen, L1, L2, L3 und über einen Neutralleiter. Zu erfassen sind in diesem Fall die Spannungen, die die Außenleiter, die Phasen, gegenüber dem Neutralleiter haben. Deswegen müssen sämtliche Leitungen an dieser Stelle angeklemmt werden. Das dient nur zur Erfassung der Spannung. Das Messgerät muss allerdings auch die Stromstärken kennen, die nun in die Anlage hineingeführt werden. Dazu sind diese drei Stromwandler anzubringen. Hier oben an diese Klemmen 3, 6, 9 und 10 sind also nun die drei Phasen und auch der Neutralleiter anzubringen. Der Neutralleiter ist in diesem Bild schwarz gezeichnet, in aller Regel wird er ja in blauer Farbe ausgeführt. Wir sehen hier die drei Außenleiter und die müssen in einem ganz bestimmten Schema hier angeklemmt werden. Das ist also nicht beliebig, wie ich die anklemme. Das hat nichts mit einem Drehfeld zu tun, sondern mit diesen Stromwandlern. Neben der richtigen Reihenfolge beim Anklemmen dieser Phasen muss ich aber bei den Stromwandlern unbedingt darauf achten, dass der Pfeil, der hier aufgedruckt ist, in die richtige Richtung zeigt, und zwar in Richtung des Haushaltes, der Lasten, nicht etwa in Richtung des öffentlichen Netzes. Ich habe eine Anlage gesehen bei einem Freund, bei der zwei dieser beiden Stromwandler falsch herum angeklemmt waren. Das hat dazu geführt, dass in der Anlage 4 bis 5 Kilowattstunden Energie nachts aus dem Netz in die Anlage geliefert wurden und nur 2 bis 3 Kilowattstunden wurden aus der Batterie gezogen.
Es ist also wesentlich, dass man hier im richtigen Richtungssinn die Stromwandler einbringt. Wir sehen hier das Bild eines Stromwandlers. Das ist nicht genau der Typ, der hier mitgeliefert wurde, denn die beiden Farben dieser Leitung sind anders. Aber der ist im Prinzip genauso aufgebaut. Den kann man also einfach um eine Phase herum aufklipsen. Nun muss man diese beiden Leitungen, eine weiße und eine blaue Leitung, auf die Klemmen 13 und 14 führen. Und jetzt wird es wichtig, der Stromwandler, dessen Leitung auf 13 und 14 geführt werden, muss die Phase erfassen, die auf die Klemme 3 geklemmt wird. Und nicht etwa auf die Phase, die auf die Klemme 6 geführt wird. Auch das war in der Anlage, die ich gesehen habe, falsch angeklemmt, wodurch die Datenerfassung nicht funktioniert hat. Es ist also neben dem richtigen Anklemmen an dieser Stelle, sprich weiße und blaue Leitung, wichtig, dass ich der Klemme 13 und 14 genau den Außenleiter zuordne, dessen Spannung ich an dieser Stelle erfasse. Und das gilt natürlich für alle drei Außenleiter. Wir sehen das hier. Die gelbe Leitung ist auf 3 geklemmt, die beiden Messleitungen sind auf 13 und 14 geklemmt, die grüne Leitung ist auf 6 geklemmt, die beiden Messleitungen auf 16, 17, entsprechend die rote Leitung auf 9 und die Messleitung auf 19 und 21. Die Daten, die nun vom Messgerät erfasst werden, müssen ja nun in irgendeiner Form auch an den Inverter geliefert werden. Dazu gibt es in diesem Fall einen Kabelanschluss mit zwei Klemmen, hier die Klemmen 24 und 25. Und das kann man nun mit einem entsprechenden Datenkabel, einem LAN-Kabel, an den entsprechenden Inverter liefern. Ich kann hier keine genauen Angaben darüber machen, welche Leitung ich aus einem achtadrigen Datenkabel hier anzuklemmen habe, denn das hängt nun vom Inverter ab. Diese Daten muss ich mir aus dem Inverter holen. Außerdem müssen bestimmte Protokollangaben auf meinem Messgerät eingestellt werden. Das geht zum Beispiel dabei darum, mit welcher Geschwindigkeit diese Daten auf die Leitung gebracht werden. Auch diese entsprechenden Informationen muss ich aus dem Inverter ziehen. Dazu brauche ich also die Inverterunterlagen. Wir sehen hier ein Blatt, mit dem ich die entsprechenden Daten zur Datenübertragung auf dem DTSU eintragen kann. Es geht dabei um eine Adresse, eine Kommunikationsadresse, die über dieses Menü eingestellt werden kann und die sogenannte Baudrate, die man auf 4800 bzw. 9600 einstellen kann. Man muss also für den Fall, dass der DTSU 666 nicht passend eingestellt ist, über dieses Menü diese Daten, die Adressdaten und die Baudrate verstellen. Ich werde das allerdings hier nicht näher zeigen. Nun zu den Daten, die der DTSU liefert. Wir sehen hier die sogenannte Auto-Loop-Anzeige. Das heißt, das Menü wechselt permanent von 1 auf 2, 3, 4 und so weiter. Und es werden immerhin 10 verschiedene Datensätze angezeigt. In der Position 1, hier an IMP zu erkennen, wird die Arbeit, die elektrische Arbeit angezeigt, die vom Netz in die Anlage bezogen wurde, in diesem Fall 10.000 Kilowattstunden. Wechselt die Anzeige automatisch auf 2, so wird die Energie angezeigt, die aus meiner Anlage in das öffentliche Netz exportiert wurde. Wiederum an Kilowattstunde für die Arbeit zu erkennen und an Export hier oben mit EXP abgekürzt. Weiterhin ist die aktive Leistung zu erkennen, die gerade aus dem Netz entnommen wird. Steht hier ein Minuszeichen an dieser Stelle, so werde ich gerade Leistung in das Netz exportieren. Hier kann ich also durchaus erkennen, ob meine Anlage gerade nach außen speist oder ob sie gerade von außen Energie aufnimmt. Positiv, es wird Energie von außen aufgenommen. Negativ, es wird eingespeist. Weiterhin sind die drei Spannungen der drei Außenleiter L1, L2 und L3 gegenüber dem Neutralleiter angegeben, hier noch mit 220 Volt. Seit über 20 Jahren ist es in Deutschland und ganz Europa allerdings so, dass hier 230 stehen sollte. Außerdem werden hier die Ströme über die Phase L1, L2 und L3 angezeigt und die sind in diesem Fall alle drei positiv. Das heißt,
Es wird Energie aus dem öffentlichen Netz in die Anlage geliefert und wir sehen hier eine sogenannte symmetrische Last. Die Ströme sind nahezu identisch. Das ist allerdings eher der Ausnahmefall. Aufmerksam sollte man vor allem dann werden, wenn häufig diese drei Werte sowohl positiv als auch negativ sind. Das deutet zumindest darauf hin, dass möglicherweise die Wandler nicht richtig angeklemmt sind. Der 10. Wert, der im Auto-Loop-Modus angezeigt wird, ist die Frequenz des Netzes, die ziemlich genau in Europa bei 50 Hertz liegt. Gehe ich nun aus dem Auto-Loop-Modus heraus mit dieser Taste, so komme ich in den manuellen Mode und hier werden 10 weitere Werte angezeigt. Indem man hier drauf tippt, wird auch die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet. Wir sehen die weiteren Werte, die hier angezeigt werden, rot angedeutet. Alle anderen Werte habe ich bereits beim Auto-Loop-Modus erklärt. Der erste Wert, der hier neu ist, ist die Differenz aus der Energie, die ich aus dem Netz bezogen habe und die ich dort eingespeist habe. Das ist die kombinierte Energie. Hier oben ist ein Summenzeichen zu sehen. Hier unten die entsprechende Erläuterung. Hier wird also einfach von diesem Wert dieser Wert abgezogen. An der Position 4, ich kann mich immer mit dieser Taste durch die einzelnen Werte hangeln, wird nun die sogenannte Baudrate angezeigt. Das habe ich angedeutet oben, was das bedeutet. Das ist die Übertragungsgeschwindigkeit der Daten an den Inverter. Es wird auch die Adresse angezeigt und die muss ich gegebenenfalls, diese beiden Daten muss ich gegebenenfalls, wie oben gezeigt, verstellen, wenn denn vom Inverter hier andere Daten abgefragt werden. Diese Werte haben wir alle schon im Auto-Loop-Modus gesehen, hier auch die totale Leistung und die wird hier nun ausdifferenziert in die Leistung von L1, die Leistung von L2 und die Leistung von L3. Wie bereits bei den Strömen angedeutet, ist es unplausibel, wenn hier über längere Zeiträume, vor allem bei größeren Werten, mal ein Minus und an anderer Stelle ein Pluszeichen auftaucht. Das deutet, wie bereits gesagt, darauf hin, dass die Wandler nicht richtig angeschlossen sind. Der Wert 16 ist der sogenannte Cosinus Phi, der Wirkleistungsfaktor. Der ist tatsächlich nur für Elektrofachkräfte interessant. Mit dem Wert kann kein Laie etwas anfangen. Das gleiche gilt für die Phasenverschiebung auf der Phase L1, L2 und L3. Die werden hier ebenfalls angezeigt. Auch das ist für den Laien ziemlich uninteressant. Ja, das war's zu diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte insbesondere an dieser Stelle auf die Klemmfehler sehr deutlich hinweisen. Und ich hoffe natürlich auch, dass Sie weiteren Nutzen aus diesem Video ziehen können, insbesondere hinsichtlich der Daten, die man dort abfragen kann. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.